Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty hier mit den Xbox Dynasty Gamepad Quest Leitfaden. Wir befinden uns in einer neuen Woche und natürlich gibt es auch wieder neue Quests. Diesmal mit Farming Simulator 22 und zwar müssen wir uns dort zwei Driving Distance holen. Also das sind solche Fahreinheiten, die wir uns hier holen müssen und das Ganze werden wir jetzt auch einfach mal abschließen. Ich werde euch zeigen, wie das geht. Das Spiel ist hier in der Cloud verfügbar. Also, wir Cloud starten, loslegen. Die Quest ist relativ simpel, die gab es schon mal. Bin mir aber nicht sicher, ob es jetzt auch zwei Distanzen waren oder ob es jetzt weniger war. Jedenfalls, die Quest gab es schon mal. Ich weiß, was ich hier machen muss und ihr könnt da natürlich auch gern nachmachen. Wir starten eine Karriere, freier Speicherplatz, neuer Farmer und ja, wählt euch einfach irgendeine Karte aus, die ihr gerne möchtet. Nehmt jetzt einfach mal die hier. Und los geht's. Wir müssen noch einen Farmer erstellen, aber das ist eigentlich relativ unwichtig. Wir bestätigen das Ganze hier einfach mal. Die Grundelemente des Spiels wollen wir uns nicht ansehen, also Nein drücken. In unserer Garage steht schon ein Auto bereit. Das nehmen wir einfach mal. Und damit fahren wir ein bisschen rum. Gefühl sehr komisch. Möchtlich, der Auftrag ist bereit. Farming Simulator 22. Das Ganze lösen wir jetzt auch eins. Ich habe ja davor noch eine Quest bekommen durch dieses drei Spiele mit dem Game Pass spielen. Das habe ich jetzt fertig. Plus die 250 Punkte für den Farming Simulator. Und wir schauen nochmal rein. Ja, abgeschlossen. War ganz einfach. Hat uns ungefähr so 3 Minuten Zeitverbrauch, sage ich jetzt mal. Und ich habe jetzt auch noch diesen 500er Auftrag abgeschlossen. Alles abgeschlossen für diesen Monat. Wunderbar, die 500 Punkte nehme ich auch mit. Ich hoffe, ihr habt sie jetzt auch. Wie gesagt, einfach nachmachen. Ist eine geschenkte Woche mit den 250 Punkten. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Haut rein und wir sehen uns nächste Woche wieder.